Servus, wir sind's wieder, eure Shisha Devils. Und zwar, wir machen heute ein Video über den Tabak Alchemist Lemon Mint. Und dazu wird der Fabian uns erstmal schöne Zitrone klein schneiden. Die werden wir dann in die Bowl hier schön reinpacken. Und das Ganze wird dann richtig schön noch ein bisschen eine Lemon-Geschmack bekommen. So. Dann muss man immer darauf achten, dass ihr die Zitrone oder den Apfel oder irgendwas so schneidet, dass die ohne einen jeglichen Widerstand, also dass die Platz haben, um da reinzufallen, weil ansonsten kriegt ihr dann am Ende nicht mehr raus. Das wäre ziemlich beschissen. Deshalb habe ich jetzt hier so einzelne Scheibchen geschnitten. Genau. Dass das jetzt alles probier mal. Und dann ballern wir das da rein. Und dann, das geht so. So, die ganze oder reicht das? Ja, ich würde. Ich schneide mal noch ein bisschen mehr. Also, wir machen jetzt eine ganze Zitrone rein. Riecht auch schon richtig frisch, richtig schön. Wir haben nämlich tatsächlich sehr gutes Wetter. Deswegen schön ein bisschen Summer-Vibes. So, läuft das. So, dann haben wir hier unsere Zitronen drin. Richtig schön. Es sieht gut aus. Es schmeckt gut. Es riecht gut. So, jetzt zum Alchemist. Und zwar. Das ist ein Tabak, der ist sehr teuer, sehr hochwertig. Er holt ihn. Alles klar, ich rede nicht weiter. Also. Wir haben hier den Alchemist Blend Fine Hooker Tobacco Stout Blend, und zwar der ist gereift in Whiskyfässern. Die Geschmacksrichtung Lemon Mint, das wird hier in so einer Packung geliefert. Das ist eigentlich, kann man sich vorstellen, wie eine Drehtabakpackung, nur ein bisschen größer. Dann habt ihr hier drin noch eine schöne Beschreibung, wie das Ganze gemacht wird und die Geschichte hinter diesem Tabak. Und dann sind hier drin solche kleinen ranzigen Päckchen. Könnten wir auch denken, dass was anderes drin verpackt. Dann machen wir so einen Teil mal auf. Es sind immer zwei drin, also 200 Gramm in jedem Ding. 100 Gramm. So. Nicht erschrecken. Oh ja, wäre auch gut, wenn ich die aufmache. Und zwar dieser Tabak ist so schwarz-braun. Also extrem dunkelbraun, eigentlich schon fast schwarz. So, den könnt ihr dann da schön rausquetschen. Schneide ich das Ganze nochmal oben mit auf, komplett. So. Der ist sehr triefig und molassehaltig. So. Schön rausquetschen. So, jetzt sind auch die letzten Reste weg. Jetzt habt ihr da so eine schwarze Breimasse, irgendwie ziemlich schwarz, ja, und ein sehr feiner Schnitt. Und jetzt werde ich damit noch einen Kopf bauen. Das ist einfach so ein richtiger Sift, gell? Ja, nee, ich mach das jetzt mit der Hand, weil das muss hier so fluffig wie möglich sein und ihr habt ja einfach so eine richtige Paste. Das kann man mit keinem anderen Tabak, den ich bisher geraucht habe, vergleichen. So von der Konsistenz. Ja, das ist einfach, müsst ihr euch vorstellen, das ist so ein paar tausend Mal durch einen Mixer gejagt worden, so ungefähr. Das ist wirklich extrem fein. Ich würde fast sagen, noch feiner wie Zigarettentabak. Also der Stopftabak. Nein, aber richtig schmandig. Ja, also zugeklatscht mit Molasse, deswegen haut euch auch gleich mal so Minimum 4 bis 5 Kohlen auf den Grill. Und ja, dann würde ich sagen, ist der Kopf gebaut. Oh, fuck. So. Ich hoffe mal, da kommt noch genug Luft durch, damit das Ding nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, den Kopf zerfrisst oder so. Und zwar, ihr macht jetzt noch so ein paar Löcher so rein, dass er die Luft auch wirklich da Raum hat zum Zirkulieren. Könnt ihr mit einem Zahnstocher machen oder mit diesen, bei den Zangen ist normalerweise auch was dabei, so ein Metallstäbchen. Das ist genau dafür gedacht, um das so ein bisschen aufzulockern. Da macht ihr dann einfach so ein paar Löcher rein.
so, dann ist das Ganze locker flockig. So, dann haut ihr euren schönen Kamin drauf und dann fangen wir die ganze Geschichte mal mit 4 Kohlen an. Jetzt, dass ihr wisst, um was in diesem Video eigentlich geht, es geht nicht nur darum, den Tabak irgendwie vorzustellen oder so, sondern auch mal zu schauen, wie viel Hitze der aushält. Also normal haben wir bisher mit 4 eigentlich geraucht, ne? Und mit 4 Kohlen ist es halt gar kein Problem. Also ja, die Kohlen sind geschmeidig. Die Kohlen sind weg, es sind nochmal neue draufgelegt und der Tabak kratzt immer noch nicht. Also 3 Stunden Kopf geht super, kein Geschmackverlust, alles super. Und jetzt schauen wir mal, wir machen es glaube ich im 5 Minuten Teil oder 2 Minuten, keine Ahnung. Wir schauen einfach, wir legen dann immer eine weitere Kohle drauf. Wir haben 8 Kohlen, also heißt 4 haben wir noch auf dem Grill. Und wir schauen einfach mal, wie viel der aushält. Ja, genau. Und das Besondere bei diesem Tabak ist, dass der in Bourbonfässern reift. Also dort drin zieht er dann und bekommt sein Aroma und dadurch hat er dann noch so diesen leichten Bourbon-Nachgeschmack. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und haben sonst nicht viele. Ich muss echt sagen, der Geschmack ist richtig gut. Also mir schmeckt das richtig gut mit diesem Lemon und der Minze. Das ist aber nicht so ein penetranter Geschmack oder sowas oder so ein intensiver Geschmack meiner Meinung. Der ist eher so ein bisschen so einfach so weich, schön, so geschmeidig. Ja. Also wir haben jetzt mit 4 Kohlen angeraucht und das ist gar kein Problem. Also 4 Kohlen, das ist ja nichts, da kann man auch normalen Tabak, Social Smoke, sowas kann man ja auch mit 4 Kohlen ohne Probleme rauchen. Ich würde aber sagen, willst du 5. Kohle direkt holen? So, dann haben wir hier unseren Kohlespender. Machen wir jetzt gleich mal die 5. drauf. Willst du sie auch richtig verteilen? Willst du sie nicht richtig drauflegen? Ich wollte eigentlich die so übereinander, weißt du? 5 Kohlen sind drauf. Ja. Jetzt ist das Teil schon ziemlich voll. Das heißt, die nächsten Kohlen müssen wir oben drauf platzieren. Und mit 5 Kohlen sollte es eigentlich auch kein Problem sein, weil den Tabak kann man eigentlich, wurde uns gesagt, mit 6 Kohlen ist anscheinend gar kein Problem, kann man ihn trotzdem gut rauchen und er kratzt nicht. Jetzt schauen wir aber dann gleich, wie es bei 7 und 8 aussieht. Dann rauchen wir jetzt wieder 2-3 Minuten und schauen dann weiter. Also wir haben 5 Kohlen, wir haben 5 Kohlen drauf. Und nach so 2 Minuten drückt es. Also was heißt drückt? Es ist irgendwie jetzt so, es hat jetzt so einen Cold Death Flavor so mäßig. Also der ballert halt einfach nur noch der Tabak. Der ist ja so eis, also der ist ja so kalt, das ist ja nicht normal im Hals. Das läuft ja irgendwie ziemlich krass hier. Man hat auch so ein paar Sekunden später immer noch so richtig den Atem. Jetzt probieren wir mal oben drauf gestellt. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt. Ich glaube, es war trotzdem zu viel Hitze so auf einmal. Flachlegen geht nicht. Aber jetzt probieren wir mal, ob es oben drauf funktioniert. Ja. Das kann man hier auch wieder ziehen. Und der Tabak hat eine richtig heftige Rauchbildung. Also wenn ihr den angeraucht habt, in 1-2 Minuten schön die Kohle erhitzen, von oben pusten, unten einsaugen, wisst ihr Bescheid, wie wir das machen. Dann ist das ganze Ding auch schön angeraucht, Rauchbildung super, Bowl ist voll mit Rauch. Der Tabak hat einen richtig schönen Geschmack, finde ich, eine richtig runde Note immer noch. Jetzt 6. ist auch schon drauf, rauchen wir mal weiter. Mit 6. ist wieder so ein bisschen so ein, also nicht wirklich das kratzt, aber so ein sehr minziger Geschmack, würde ich sagen. Einfach. Ja, das ist einfach da. Wenn der Tabak sehr minzig, so heftig erhitzt und das ist ja auch irgendwie Lemon, was? Mint. Lemon Mint. Heißt, ich wusste jetzt nicht, Chill, Mint, keine Ahnung. Mint. Der ist sehr, sehr minzlastig, sehr. Ja, wenn man so viele Kohlen drauf macht. Auf jeden Fall, ich würde jetzt, ich glaube, mehr wie 6 Kohlen geht auch gestapelt nicht wirklich. Würde ich auch nicht machen. Nee, also mit 4 bis 5 Kohlen könnt ihr das Ding rauchen, aber nicht mehr, würde ich sagen. Mehr. Ja, also. Aber alleine jetzt den Tabak, gehen wir mal zum Tabak, machen wir mal hier die Kohlen runter und sprechen einfach kurz ein bisschen über den Tabak. Jetzt haben wir geschaut, wie viel geht. Ja. 6 Kohlen bei dem Tabak ist okay, gestapelt, aber nicht nebeneinander. Wir lassen jetzt hier mal 4 Kohlen auf dem Gitter hier drauf. Und was willst du? Klopf. Jetzt rauchen wir mal 4 und erzählen euch einfach ein bisschen was über den Tabak. Wir haben jetzt geschaut, wie man den ausreizen kann, wie weit man gehen kann. Ja. Aber wir wollen trotzdem jetzt noch chillig. Fürs entspannte Rauchen 4 Kohlen reichen da absolut. Der Tabak hat eine schöne Lemon-Note, wenn man normal damit raucht. So, nicht mit 6 Kohlen. Die schöne Lemon-Note ist sehr frisch, also durch die Minze. Man schmeckt die klar raus. Lemon auch. Also ich würde jetzt ihn nicht direkt vergleichen. Kann man ihn nicht mit Lemon Chill oder sowas, weil einfach der in Bourbonfässern gereift. Das heißt, der ist einfach ein bisschen, hat er diesen Bourbon-Nachgeschmack, finde ich. Und ist sehr angenehm für den Raucher. Das ist halt eigentlich, also das ist eine ganz, ganz andere Art von Lemon.
Das von Sorrow Smoke ist wirklich so Zitrone, wie wenn du die Zitrone riechst. Und also wirklich. Und das ist aber nochmal eine ganz andere Art von Zitrone, so, aber auch eine richtig geile Art. Es ist aber einfach anders. Ich finde vor allem die Minze von dem Alchemist, also dieses Lemon Mint, finde ich richtig gut. Die Minze, die schmeckt mir vielleicht sogar fast noch einen Tick besser wie Green. Also das so zusammen, wenn man Minze möchte mit ein bisschen Beigeschmack, würde ich den auf jeden Fall mehr empfehlen wie den Green von Ultimate. Schmeckt mir um einiges besser und zum Preis der Tabak, der liegt bei 200 Gramm 31,90 €, also schon mal was teureres. Aber das kommt auch daher, da der Tabak ja aus den Staaten importiert werden muss und dadurch ist der Tabak auch teurer. Ist ja bei Sorrow Smoke auch so, der liegt ja auch bei 20 Euro. Sorrow Smoke liegt bei auch 32 Euro. 32 Euro, 200 Gramm. 250 Gramm. 250 Gramm, 32 Euro. Ja. Aber zum Tabak, also der Rauch, die Rauchbildung, das ist ja einfach nur krass. Ja, also richtig schön dicker, weißer Rauch, einfach wie man es haben möchte. Und das ist wirklich krass, also zum Beispiel bei 7 Days oder so kriegt man meiner Meinung nach nicht so einen schönen, geilen Rauch. Nee. Kriegt man nicht. Also da hat, das ist schon, hat was mit dem Preis zu tun, dass es einfach ein hochwertiger Tabak ist und dann auch anders schmeckt, anders raucht, ist einfach so. Ja. Also wir haben jetzt noch knapp 20 Minuten geraucht, 4 Kohlen drauf und ihr seht, der Tabak heizt immer noch. Ja, er kratzt. Er kratzt nicht, er drückt nicht, er lässt sich komplett entspannt rauchen. Also ich weiß nicht, ob ich dazu mehr sagen kann, wie dass der Tabak einfach übel geil ist, also vom Rauchverhalten und von allem her. Jetzt sind die Kohlen kleiner, jetzt könnte man auch die 5. Kohle drauf machen, also die 5 kleinere Kohle, das wäre dann auch kein Problem. Aber wie gesagt, mit 4 Kohlen ganz entspannt rauchen. Man könnte jetzt auch nochmal 4 neue Kohlen drauf klatschen und den Tabak einfach noch eine Stunde weiter rauchen, das wäre kein Problem, weil der Tabak einfach so einfach smooth ist. Qualitativ hochwertig ist. Das war's von uns in diesem Video. Genau. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß in eurer Sommerzeit und wir sehen uns nächste Woche. Checkt die Social Media Seiten ab. Also, wir sehen uns. Ciao, ciao.